Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zur Vorstellung unseres kleinen Lehransatzes, den wir im letzten Semester, im Corona-Semester realisieren konnten. Wir dürfen uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Eichhorn. Ich bin Erziehungswissenschaftler und arbeite bei Studium Digitale an der Goethe-Universität in Frankfurt. Studium Digitale, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist die zentrale E-Learning-Einrichtung dort an der Goethe-Universität. Und ja, über genau diese zentrale E-Learning-Einrichtung kenne ich auch meinen Kollegen Florian Horn. Florian, vielleicht magst du dich auch ganz Genau. kurz noch. Also ich bin Florian Horn, ich bin Doktorand an der Goethe-Uni und arbeite auch für Studium Digitale und promoviere vor allem im Bereich E-Learning und Datenvisualisierung und betreue für Professor Kronka an der Goethe-Universität auch öfter die Praxisteile von Vorlesungen, also vor allem die Übungen oder Praktika. Ja, genau. Und wie gesagt, das Lehrbeispiel, was wir Ihnen mitgebracht haben, ist ein Modul aus dem Masterstudiengang Educational Technologies, das heißt EduTest, Educational Testing and Statistics. Das haben wir im letzten Semester gemeinsam mit zwei Kollegen durchgeführt, dem Professor Dr. Alexander Tillmann und Dr. David Weiss. Also wir waren sozusagen ein Viererteam, die das gemeinsam angegangen sind. Das ist ein ganz neues Modul. Das heißt, es wurde zum ersten Mal eben durchgeführt. Und wie das eben bei so neuen Sachen so ist, da plant man am Anfang schön vor sich hin und gibt sich da Mühe. Und wir hatten das relativ klassisch uns überlegt, so mit Vorlesungen und Übungen. Und die Überlegungen waren schon recht weit fortgeschritten. Und dann wurde eben alles anders im vergangenen Semester. Da brauchen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Die Uni, wie alle anderen Unis auch, ist zur Fernuniversität geworden gewissermaßen. Wir haben den Präsenzbetrieb eingestellt und sozusagen änderten sich die Rahmenbedingungen für dieses Modul EduTest eben auch. So, genau. Ja, und was wir Ihnen heute vorstellen möchten, ist im Grunde schon diese geänderte Variante. Also so, wie es dann tatsächlich eben auch gelaufen ist. Das war ja sozusagen so auch die Prämisse, unter der wir hier zusammenkommen, das darzustellen, mal vorzustellen und zu diskutieren, was sozusagen so an Lehre gelaufen ist. Ja. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Lern- und Kompetenzziele aus diesem Modul EduTest mitgebracht und die zerfallen im Grunde recht schön so in zwei Blöcke. Zum einen so in diese fachlichen Kompetenzen. Ich habe es drunter geschrieben, die sind im Grunde aus dem Modulhandbuch weitestgehend übernommen. Und in diesen fachlichen Kompetenzen, es ging eben in diesem Modul um die Grundlagen der Testtheorie und Fragenkonstruktion. Da sollten die Studierenden dann eben lernen, diese anzuwenden. Die Studierenden eben im Masterstudiengang der Informatik und ja, dann weiterhin um populationsbeschreibende und hypothesenprüfende Verfahren eben auch kennenlernen und eben in Übungen diese Verfahren dann eben auch anwenden, lernen und nachweisen, dass man das eben kann. Statistische Prozeduren, Datenanalysemethoden anwenden und was tatsächlich auch explizit in dem Modulhandbuch so drinsteht, diesen Einsatz eben auch kritisch zu reflektieren. Das heißt auch Grenzen kennenlernen, die solche statistischen Methoden und Verfahren eben mit sich bringen. Ja, das sind die fachlichen Kompetenzen zum einen und dem gegenüber habe ich immer noch so diese digitalen Kompetenzen mal aufgestellt. Die gewissermaßen so überfachlich sind. Die folgen sozusagen so einem Modell, was wir an der Goethe-Uni entwickelt haben, 2017, was eben so akademische Medienkompetenzen beschreibt oder digitale Kompetenzen so im Hochschulkontext beschreibt. Und das, was in diesem Modul da eben speziell angezielt worden ist, war eben zum einen so diese Erstellung digitaler Lehr-Lernmaterialien, also genuin dieser Bereich der digitalen Medienproduktion. Und zum anderen eben diese Zusammenarbeit mit Hilfe von digitalen Medien, also diese digital gestützte Kollaboration bei uns realisiert eben im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes in diesem Modul. Und der dritte Bereich ist eben diese digitale Forschung, das heißt ganz gezielt eben digitale Werkzeuge und Tools auch einzusetzen, um Forschungsfragen anzugehen und diese zu beantworten. Genau, das war eben im Rahmen dieses Moduls sehr gut möglich, dadurch, dass wir dieses Konzept eben von so einer klassischen Vorlesung und Übung geändert haben und in diesen Online-Bereich so reingegangen sind, in eine reine Online-Veranstaltung. Genau, ja, wie war das Ganze jetzt aufgebaut? Auch hier lassen sich eben wieder sehr schön zwei Teile erkennen, in die dieses Modul eben zerfallen
ist oder sich gut hat unterteilen lassen. Dieser erste Teil, wo es eben tatsächlich um die Erarbeitung dieser statistischen Methoden ging, gewissermaßen so eine Art Vermittlungsblock, der dem Ganzen vorgeschaltet war. Und im zweiten Teil dann eben die Anwendung im Rahmen eines solchen Lehrforschungsprojektes, wo dann eben in Kleingruppen gearbeitet worden ist. Ja, und das, was normalerweise so eine Vorlesung klassischerweise eben abdeckt mit einer Übung, das heißt, diese Methoden eben vorstellen, auch so die theoretischen Herleitungen dazu und das Ganze dann eben in einer Übung ausprobieren und anwenden lernen. Das haben wir versucht, mit so einem Lernen durch Lehren-Ansatz zu substituieren, indem wir gesagt haben, Kleingruppen sollen eben Lerneinheiten zu diesen einzelnen statistischen Verfahren erstellen. Wir haben sozusagen Materialien zur Verfügung gestellt, auch Inputs gegeben an der Stelle und die Studierenden dann eben vor die Aufgabe gestellt, sich jeweils mit einer so einer statistischen Methode oder einem Verfahren etwas näher zu beschäftigen und dazu ein Lernmodul, eine Selbstlerneinheit zu erstellen. Das kann in Videoform sein, das kann so eine Art WBT sein. Das haben wir in der Form relativ freigestellt. Ziel war eben, das für die Kommilitonen so aufzubereiten, dass man sich eben diese anderen Verfahren auch gut aneignen konnte. Ja, und das wurde dann eben durch eine Selbstlernphase ergänzt, in der dann sozusagen diese von den Peers erstellten Materialien durchgearbeitet werden konnten, die immer, das war auch Teil der Aufgabenstellung, mit einer Übungsaufgabe versehen waren, wo sozusagen diese statistische Methode oder das Verfahren dann eben tatsächlich in Form einer Übungsaufgabe überprüft werden konnte. Ja, abgeschlossen wurde dieser erste Teil, der sich mit diesen statistischen Methoden eben beschäftigt hat, durch eine Online-Prüfung, die als Multiple-Choice-Test angelegt war, das heißt auch online über die Lernplattform dann durchgeführt werden konnte, aber sich hauptsächlich mit Anwendungsaufgaben eigentlich beschäftigt hat. Da ging es vorrangig um die Anwendung mit der Software R. Florian wird da gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, der zweite Teil schließt sich dann direkt daran an und beinhaltete eben dann dieses Lehrforschungsprojekt, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wo Kleingruppen dann eben aufgefordert waren, eine Forschungsfragestellung zu entwickeln, ohne selbst Daten zu erheben. Sozusagen diesen Part haben wir da rausgelassen, sondern wir haben anhand eines offenen Datensatzes, den wir den Studierenden zur Verfügung gestellt haben, gesagt, entwickelt an diesem Datensatz Fragestellungen und versucht sie eben mit geeigneten statistischen Methoden und Verfahren zu beantworten. Ja, das Ganze dann eben klassischerweise in so einen Abschlussbericht gegossen, was das ganze Seminar dann rund gemacht hat. Genau, hier habe ich Ihnen nochmal so einen kleinen zeitlichen Ablauf mitgebracht, wie das Ganze sich sozusagen grob gegliedert hat. Wir hatten das versucht, so ein bisschen in Blöcke aufzuteilen. Eben diese ersten drei Wochen waren eben der Medienproduktion gewidmet, wo eben die Aufgabenstellung war, aus dem zur Verfügung gestellten Material, was noch durch eigene Recherche dann ergänzt werden sollte, so eine Lerneinheit zu gestalten, die eben digital aufbereitet sein sollte und dann über die Lernplattform den anderen Kommilitonen zur Verfügung gestellt werden sollte, inklusive eines solchen kleinen Datensatzes und einer Aufgabe, womit man diese Methode sozusagen anwenden kann. Das sollten sozusagen dann alle diese Gruppen erarbeiten. Und dazu gab es noch einen Input von uns, der das Ganze so ein bisschen gerahmt hat nochmal zu Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie und zum Forschungsprozess, wie man sozusagen da generell daran geht. Das waren Live-Sessions, die wir auch nochmal aufgezeichnet haben. Das heißt, das war dann auch noch als Input für die Studierenden zur Verfügung gestellt worden. Die nächsten Wochen gehörten dann sozusagen auch dem Selbstlernen, wo es dann darum ging, sich eben mit diesen von den Peers erstellten Materialien auseinanderzusetzen, diese Übungsaufgaben zu bearbeiten und sich diese statistischen Methoden entsprechend anzueignen. Ja, das wurde dann auch wieder durch so einen Input nochmal zur Fragebogenkonstruktion gerahmt und letztendlich mit dieser Multiple-Choice-Klausur abgeschlossen. Und dann ging es in den zweiten Teil, der auf der vorigen Folie schon skizziert worden ist, wo es dann eben um dieses Forschungsprojekt ging, was eben mit dem Bericht abschließt. Genau, und wir haben jetzt mal so ein Beispiel dabei aus dem studentischen Lehrmaterial. Wie gesagt, den Prozess hatten wir sehr locker gehalten. Also wir haben uns praktisch zu Herzen genommen, dass viele Masterstudenten gerade sagen, hey, wir wollen auch mal
freies Arbeiten machen, nicht einfach Übungsblätter bearbeiten, wie sonst im Bachelorstudiengang häufig der Fall. Und dann haben wir denen einfach gesagt, okay, erarbeitet ihr mal eine Selbstlernmethode zu einem der Themen, die wir vorher fair ausgelost haben, beziehungsweise also möglichst fair ausgelost haben. Und hier ist so ein Beispiel von einer Folie, die einer der Studenten erstellt hat zu seinem Thema, wo man sieht, also von der Qualität her waren die auch schon teilweise sehr, sehr gut. Beziehungsweise durch die Bank weg sehr, sehr gut, sollte ich jetzt sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass irgendjemand etwas schlecht war. Also wir waren mit der Qualität sehr zufrieden. Und was halt hier besonders schön gezeigt ist, ist auch, dass die Studenten schon von Anfang an halt als Ankündigung hatten, dass wir viel auf Praxis setzen. Und hier auf der Folie wird einerseits nicht nur der Zusammenhang erklärt, sondern auch, wie man dann in R die Sachen nachrechnet, die gerade die Folie auch am Erklären ist. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch viele der Lernmodule durch. Und dann mal die nächste Folie. Genau, hier haben wir ein anderes Beispiel, das dann halt etwas weniger praktischer ist und mehr so sich an der herkömmlichen Vorlesung orientiert, wo halt nach und nach durch die unterschiedlichen Methoden und Grundlagen der Methoden durchgegangen wird. Die Formeln werden schrittweise erklärt, aber auch hier zeigt sich wieder, also das ist schon sehr gut aufbereitet und halt schön als so Häppchen für die anderen Studenten zurechtgesucht und wurde auch, wie Michael schon angekündigt hat, halt immer durch Praxisaufgaben auch vorbereitend für diesen Abschluss der ganzen Vorlesung versehen. Die waren in dem Fall etwas getrennt. Beispiele habe ich da jetzt keine in die Folien gepackt, weil die halt immer sehr textlastig waren mit hier sind Daten, hier sind R-Empfehlungen. Bitte versucht doch jetzt einfach mal nachzuarbeiten, was ich euch gerade erklärt habe. Und dann können wir auch, glaube ich, schon zur nächsten Folie. Ja. Genau. Ja, auf der Folie habe ich Ihnen die Prüfungsformate nochmal mitgebracht, auch nach diesen zwei Teilen nochmal aufgegliedert. Ja, so ein bisschen diesem Modell von Biggs auch folgend haben wir versucht, eben auch die Prüfungsformate so an die Lernziele so anzupassen. Und in diesem ersten Teil, wo es eben stärker um Wissensvermittlung und Training von statistischen Methoden ging, gab es eine zweiteilige Prüfungsleistung. Das heißt, wir haben diesen Medienproduktionsteil und den Teil, wo man sozusagen diese erarbeiteten oder erstellten Lernmedien sich selbst nochmal durcharbeitet, mit so einem Batch-System bewertet, also letztendlich so als aktive Teilnahme. Und da konnte man sozusagen Badges erwerben, sowohl für die Erstellung, da musste man sozusagen so einen mindestens so einen höherwertigen Badge haben für das Modul, was man eben selbst erstellt hat. Und dann hat man sozusagen die etwas weniger wertigen Badges für das Durcharbeiten dieser anderen Module dann noch bekommen. Und hat dann sozusagen darüber nachgewiesen, dass man sich eben aktiv mit diesen Inhalten eben auch auseinandergesetzt hat. Ja, und der zweite Teil war tatsächlich eben diese MC-Prüfung, die werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, die eben vorrangig sich aus Anwendungsaufgaben zusammengesetzt hat, die man eben mit Hilfe der Software R, an dem das Ganze so ein bisschen aufgehängt war, eben bearbeiten konnte. Und der zweite Teil, der eben so kollaborativ angelegt war. Das heißt, da haben sozusagen Kleingruppen dann zusammengearbeitet und so einen Forschungsbericht erstellt, der eben sozusagen sowohl dokumentiert hat, als eben auch interpretiert hat, was sie an Ergebnissen eben erzielen konnten durch das Anwenden einer oder auch eine Kombination mehrerer solcher statistischen Forschungsmethoden. Ja, und speziell durch so ein offeneres Prüfungsformat lassen sich eben dann auch höhere Taxonomiestufen überprüfen, als sozusagen durch so eine normale MC-Prüfung beispielsweise. Aber gerade für diesen zweiten Teil war das sozusagen das Naheliegendste auch als Prüfungsform, um dann so eine offenere Form über diesen Forschungsbericht zu wählen. Genau. Also hier sieht man ein Beispiel aus der Online-Prüfung. Erstmal gab es halt einen ersten Teil, den ich jetzt hier nicht zeige. Das waren halt wirklich ein paar Multiple-Choice-Fragen, die sich von uns geschrieben sehr stark an dem Lehrmaterial der Studenten orientiert haben, um halt sicherzugehen, dass wirklich nur Sachen überprüft werden, die auch gelehrt wurden. Der zweite, etwas spannendere Teil waren dann natürlich diese offenen Aufgaben. Also das war auch den Studenten von Anfang an klar kommuniziert, dass wir halt ausweichend als Online-Prüfung
vermutlich halt wirklich diesen Workflow abbilden wollen, dass die halt einen Datensatz kriegen, den sie vorher noch nie gesehen haben, eine oder mehrere der Methoden anwenden müssen, die sie selber entweder aufbereitet haben oder von ihren Kommilitonen gelernt haben und dann halt aufgrund ihres Arbeitswegs da auch mit noch ein paar Reflexions- und Verständnisfragen, also nicht nur reine Zahlenabgaben, nochmal über ihre Ergebnisse diskutieren durften und auch im Zweifelsfall, um halt sicherzustellen, dass wir jetzt nicht nur prüfen, ob Leute sich die Formeln angeeignet und bereitgelegt haben für die Prüfung, auch halt für manche Anwendungen die Formel direkt mitgegeben haben, die in der Vorlesung nicht erklärt wurden, um halt wirklich eher diesen wissenschaftlichen Prozess abzubilden und das Arbeiten mit Daten abzubilden und auch sehr stark halt auf die Selbstreflexion in der Prüfung zu legen. Zum Beispiel, dass man erklärt, okay, ich habe jetzt die Signifikanz oder den Korrelationskoeffizienten ausgerechnet. Was heißt das denn jetzt für meinen Datensatz, beziehungsweise warum mache ich das überhaupt? Und das waren dann halt offene Textaufgaben, die wir von Hand korrigiert haben. Und dann mal die nächste. Wolltest du die machen oder soll ich gerade? Oh, kannst gerne weitermachen. Okay. Ich ergänze auch gerne. Genau. Und was wir uns überlegt hatten, halt bei dieser Modul, also bei dem Modulteil der Vorlesung, war so ein Batch-System, und zwar, dass man halt drei Stufen von Batches erreichen kann in unterschiedlichen Themen. Wir haben die Vorlesung dann aufgrund der Teilnehmerzahl auf 9 Themen runtergebrochen, die auch getrennt bearbeitet werden können, mit möglichst wenig Abhängigkeiten zueinander. Und dort mussten die Studenten dann die Batches erreichen, wobei wir den 3-Sterne-Badge immer dem Studenten gegeben haben, der halt wirklich das Thema selber aufbereitet hat für seine Kommilitonen, für die anderen den Weg geebnet hat sozusagen. Wenn man einfach nur sich eine der Abgaben angeguckt hat und nur so ein bisschen mit dem Material gearbeitet hat, aber die Übungsaufgabe nicht erledigt hat, dann hat man einen 1-Sterne-Badge gekriegt. Und wenn man wirklich, also das durfte man praktisch zweimal machen, weil das doch sehr viele Lernmodule am Schluss ja waren. Und wenn man wirklich das ganze Lernmodul durchgearbeitet hat und die Übungsaufgaben zu dem Modul durchgearbeitet und abgegeben hat, dann hat man dafür einen 2-Sterne-Badge gekriegt. Und die genaue Sternzahl, die man am Schluss haben musste für die Prüfung, kenne ich gerade nicht mehr genau. Ich glaube aber, es war so geregelt, dass man halt einen 3-Sterne-Badge haben musste, sonst hat man ja den ersten Teil der Übung nicht erfüllt und praktisch ein oder zwei Themen streichen durfte, wo man sozusagen nur einen 1-Sterne-Badge machen musste und für den Rest hat man dann 2-Sterne-Badges gesammelt. Dann zur nächsten. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum abschließenden Forschungsbericht. Wie gesagt, also wir hatten halt sehr, sehr starken Wert auf die ganze Methodik, Anwendung und so weiter dieser Verfahren gelegt. Und dazu hat sich dann natürlich am Schluss die Frage gestellt, okay, wenn die einen Forschungsbericht schreiben, wie vergleichen wir wirklich unter den Gruppen untereinander, dass die was gelernt haben oder dass sie das Wissen auch anwenden können? Dazu haben wir einmal den Open University Learning Analytics Dataset oder den OLAD von der Open University England genommen. Das ist ein relativ gut ausgearbeiteter und auch gut dokumentierter Learning Analytics Datensatz, der schon anonymisiert ist und so weiter und wo man auch im Internet schon einige Vorinformationen findet, wie man den verarbeitet in R oder in alternativer Software. Und auf diesen Datensatz haben wir dann sozusagen die Studenten losgelassen, wieder mit einer offenen Themenvergabe, wo jede Gruppe ihr Thema sich wählen durfte und dieses dann bearbeiten. Was wir als Lehrende gemacht haben, war zu jedem Thema, das uns vorgeschlagen wird, nochmal Feedback zu geben und abzuschätzen, ob das in der gegebenen Zeit und mit dem Datensatz überhaupt bewältigbar ist. Auch wieder, um halt sicherzustellen, dass die Forschungsberichte dann am Schluss wirklich auch wissenschaftlichen Standards folgen können. Und auf der nächsten Folie habe ich jetzt ein paar Beispiele dafür, wie divers die Studenten das so bearbeitet haben. Also wir haben zum Beispiel links eine Gruppe, die wollte halt untersuchen,
da der Datensatz auch nach Regionen aufgeteilt ist, ob es denn irgendwelche signifikanten Performanceunterschiede aus unterschiedlichen Regionen aus England gibt, beziehungsweise aus Großbritannien, das sind ja alle, und wie genau es sich da verhält mit halt Teilnehmerzahlen und so weiter. Und schön sieht man, dass die halt einerseits oben links so eine Übersichtsgrafik gemacht haben, nur um mal zu sehen und so ein Gefühl zu kriegen, ob die Regionen sich wirklich stark unterscheiden oder ob da regional etwas passiert. Und dann unten auch statistische Methodik angewandt haben, zum Beispiel mit diesem sehr formellen Boxplot, wo sie halt Outlier markiert haben, ihre Quantile markiert haben und den Mean und so weiter auch ordentlich markiert haben. Und oben rechts sieht man dann eine andere Gruppe, die sich angeguckt hat wie der IMD. Das ist der Index of Multiple Deprivation. Also das ist praktisch so ein Sozialindex, der anzeigt, wie benachteiligt sind Leute aus einer bestimmten Region. Und umso höher der ist, was glaube ich, umso benachteiligter ist die Region. Und haben dann halt gezeigt, wie so sozialer Status in den unterschiedlichen Regionen, beziehungsweise wie der soziale Status sich auf unterschiedliche Lernmodule auswirkt, ob es vielleicht Module gibt, die dann wirklich sozial benachteiligte Leute auch nochmal extra benachteiligen oder eventuell sogar sehr gut fördern, und haben da auch Beispiele in beide Richtungen gefunden, was sehr interessant war. Und unten rechts auch noch so ein klassisches Beispiel für eine Korrelationsmatrix, die eine Gruppe aufgestellt hat, wo sie versucht haben zu untersuchen, wie die unterschiedlichen Interaktionen und die unterschiedlichen demografischen Daten und Co. teilweise sich damit abdecken, wie viel Erfolg man in dem Modul haben kann. Und da sieht man halt so einen kleinen Schnitzer, der halt durch dieses offene Arbeiten entstanden ist, den wir vielleicht, wenn wir das näher betreut hätten, auch gesagt haben, okay, lass das vielleicht mal nicht. Nämlich, dass sie zum Beispiel eine sehr starke Korrelation mit dem Datum und dem Abgabedatum gefunden haben, was natürlich gegeben ist. Aber da gehen wir dann auch gleich im Feedback nochmal drauf ein. Und dann können wir weiter zur nächsten. Genau. Da sind wir schon beim Feedback. Ja. Sehr gut. Magst du? Ja, gerne, kann ich mal weitermachen. Also wir hatten sozusagen zum Schluss, da es keine formale Lehrveranstaltungsevaluation im vergangenen Semester an der Goethe-Universität gab, haben wir uns sozusagen einfach so ein Feedback-Gespräch am Ende geführt mit unserer Gruppe, auch über Zoom, wo wir so blitzlichtartig nochmal eingefangen haben, hier, wie kamt ihr damit zurecht, wie war das, was war gut, was war schlecht. Und was die Studierenden uns zurückgemeldet haben, war, dass es das schon sehr fordernd war. Sie haben den Workload als sehr, sehr hoch empfunden, gleichzeitig aber auch den hohen Lernfaktor gelobt. Und das hat uns eigentlich bestätigt, dass wir gesagt haben, okay, gut, wir haben sie gefordert, aber jetzt auch nicht überfordert. Es waren immerhin Masterstudierende, also sozusagen die schon eine gewisse Selbststeuerung und Selbstlernkompetenz auch mitgebracht haben, weil die trotzdem gesagt hatten, es war sehr, sehr viel. Und zusätzlich hätten sie sich ein gewisses Feedback noch mehr gewünscht von unserer Seite, was wir auch angenommen haben. Wir haben sie sehr viel laufen lassen, weil wir zum einen sehr, sehr gebunden waren, auch mit anderen Tätigkeiten im vergangenen Semester noch, zum anderen sie ganz bewusst eben auch Freiheiten lassen wollten, weil das sozusagen auch im Hinblick auf eine spätere berufliche Tätigkeit in dem Feld auch so dem Arbeiten entspricht, dass man sozusagen so vor komplexen Problemen auch steht und versucht, sich da in einem Team entsprechend durchzukämpfen. Ja, Florian, magst du noch ergänzen? Genau, was mir jetzt noch aufgefallen ist, was wir vielleicht ein bisschen vergessen haben. Wir hatten natürlich auch Feedback, das wir dann den Studenten nochmal rübergebracht haben, haben halt einerseits bestätigt, dass wir das mit dem zusätzlichen Feedback auch ein bisschen gemerkt haben, weil es halt doch ein paar systematische Fehler gab, die durch die Bank weg von vielen Studenten gemacht wurden, was natürlich dafür spricht, dass wir dann als Lehrende da hätten etwas besser rüberbringen sollen oder etwas betonen sollen, dass es darauf auch ankommt. Und ich denke, für die Änderungen würde ich dann nochmal an dich abgeben. Mhm, ja, genau. Also was wir für das nächste Semester, wo das sozusagen wieder
durchgeführt wird, das Modul eben an Änderungen planen, ist eben tatsächlich so einen zusätzlichen Impuls zu Beginn der Vorlesung nochmal zu geben. Sollten wir das sozusagen in gleicher Form nochmal machen, wonach es momentan aussieht, dass sozusagen wir das auch wieder als mehr oder weniger reine Online-Veranstaltung machen, dann werden wir so zum Beginn des Ganzen nochmal so einen Impuls geben, wie funktioniert eigentlich Online-Lernen nochmal. Einfach, sei es nur zur Auffrischung, also ich meine, die Selbstlernkompetenzen und die Online-Lernkompetenzen sind natürlich bei den Studierenden auch gewachsen in den letzten Monaten. Aber das wäre so ein Input auch, den wir nochmal mitgeben würden, um sie da ein bisschen abzuholen. Also wie strukturiere ich mich da, wie, auf was muss ich achten, wie läuft das Ganze ab? Auch nochmal stärker transparent zu machen, was wir bei dem ersten Durchlauf jetzt im vergangenen Semester zwar gemacht haben, aber das vielleicht noch transparenter machen können, also noch konsequenter sagen, okay, was erwartet euch hier, was muss bis wann gemacht werden, dass schon sozusagen so ein Fahrplan da ist im Sinne eines solchen Advanced Organizers, um einfach so einen Überblick für die Studierenden dann eben auch zu schaffen. Ja, genau. Also zusätzliche Vorgaben werden wir sozusagen keine erheben. Das heißt, da bleiben wir sozusagen dem Modell treu, dass man sozusagen da auch viele Freiheiten haben soll im Rahmen dieser Projektarbeit vor allem auch und auch bei der Ausarbeitung dieser Lehr-Lern-Module für die Peers dann jeweils. Ja. Gleichzeitig soll das Ganze aber eben so ein Designzyklus eben auch durchlaufen, speziell eben auch die Erstellung dieser Materialien, dass wir sie da sozusagen nochmal stärker abholen und da nochmal Feedback-Schleifen einbauen, einfach um die Qualität dieses Lehr-Lern-Materials, was durch die Studierenden dann erstellt wird, eben auch erhöhen zu können. Gleichzeitig ist da natürlich jetzt auch schon Material da, was man auch zumindest so als Beispiel zur Verfügung stellen kann und sagen, so könnte man das machen. Schaut mal, das ist exemplarisch, das hat noch Mängel, aber da hat man zumindest schon mal so Anschauungsmaterial, was andere Studierende erstellt haben, an dem man sich dann entsprechend ein bisschen orientieren könnte. Genau, das Einzige, was ich da vielleicht ergänzen würde, also qualitativ hatten wir wirklich keine großen Probleme. Also die haben schon sehr klar gezeigt, dass das Masterstudenten sind. Die wissen, wie eine Vorbereitung läuft. Die wissen auch ohne formelle Ausbildung in Didaktik schon ganz gut, wie man Lehrmaterial für andere vorbereitet, die im gleichen Boot sitzen. Was man aber gemerkt hat, weil die natürlich selber nie in dieser Situation waren, Lernender zu sein, war halt eine sehr große Unsicherheit. Und das ist halt auch dieser Grund für diesen extra Designzyklus, dass wir halt auch nochmal verstärkend sagen können, nein, nein, das Material ist schon gut aufbereitet, wir würden vielleicht ein paar Kleinigkeiten ändern. Also auch um denen diese Unsicherheit zu nehmen, dass wir nicht drüber geguckt haben, obwohl wir das natürlich hinter den Kulissen gemacht hatten, bevor wir das an alle anderen weitergeleitet haben, dass wir auch klar kommunizieren, also ja, dass man da halt ganz sorglos sozusagen rangehen kann und das den anderen zur Verfügung stellen kann. Genau, ja. Also um sowohl den erstellenden Studis da nochmal so ein bisschen die Scheu zu nehmen, aber auch denen, die mit dem Material ja dann arbeiten wollen und sollen, denen auch so die Angst zu nehmen, okay, das ist vielleicht jetzt gar nicht so gut aufbereitet und dann lerne ich damit auch nicht gut oder da sind vielleicht Fehler drin und ich entwickle dann Fehlvorstellungen oder wie auch immer. Also das wollen wir damit versuchen zu verhindern, dass man sozusagen nochmal so eine Feedback-Schleife einbaut und das Ganze dann nochmal vorher anschaut, bevor es sozusagen dann den Studierenden zum Lernen zur Verfügung gestellt wird. Genau. Ja, okay. Also was hier hatte ich nochmal auf der Folie nochmal so ein bisschen als Ausblick dargestellt. Wir hatten dieses Studienmodul, letztendlich die Umgestaltung dieses Studienmoduls oder die Ad-Hoc-Umgestaltung auch so ein bisschen als Chance gesehen, um sozusagen dass diese Trennung recht gut durchführen zu können. Einerseits die Wissenswiedergabe und die Wissensanwendung im ersten Teil dieser Veranstaltung zu machen und das forschende Lernen dann sozusagen so anzuschließen. Und wir wollten damit auch so ein bisschen rausfinden, ja, welche Elemente lassen sich denn standardisierbar bzw. so formalisierbar machen,
weil wir uns im Hintergrund auch immer mit dieser Thematik befassen, wie können denn sozusagen informelles und nonformales Lernen auch in der Hochschullehre und im akademischen Studium gut miteinander verzahnt werden oder noch besser miteinander verzahnt werden. Und das wäre im Grunde so ein Prototyp, dass man sagt, okay, gut, dieser erste Teil könnte im Grunde auch ausgelagert werden in so einen eher informellen Kontext, dass man sagt, das, was ja jetzt entstanden ist in Form von so Lehr-Lern-Modulen, ließe sich im Grunde als Ausgangsbasis für so ein interaktives Modulhandbuch eben auch hernehmen, was sozusagen noch viel, viel detaillierter nochmal beschreibt, als es so ein klassisch herkömmliches Modulhandbuch macht. Welche Kompetenzanforderungen hat denn dieses Modul eigentlich? Was wird verlangt? Was muss ich tun? Was sind Lern- und Kompetenzziele an der Stelle? Und die aber nicht nur beschreibt, sondern gleichzeitig eben auch Material an die Hand gibt, mit dem man sozusagen sich diesen Kompetenzaufbau auch allein organisieren könnte, bis zu einem gewissen Grad, in einem eher nonformalen Setting. Und mit diesem Rüstzeug dann sozusagen in eine Prüfung geht, die es dann trotzdem noch geben könnte, und in diesen zweiten Teil, wo man tatsächlich dann in Form eines Lehrforschungsprojektes dann diese Kompetenzen auch zur Anwendung bringt.